Ja, ich glaube, dass wir heute einen dreckigen Sieg eingefahren haben. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, ich glaube, dass das Spiel selber einfach auch sehr, sehr dreckig war, weil es die Bedingungen eben auch so zugelassen haben. Nur es ging um Kampf, es ging um Mentalität, es ging um sich reinzubeißen, es ging um die Duelle zu gewinnen, ja, weil auf Fußballspielen war es eben sehr, sehr schwierig möglich. Und ich muss sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht gut agiert haben, dass wir mit unserer Halbzeit natürlich sehr, sehr unzufrieden waren. Der KSC seine Überlegenheit in der ersten Hälfte nicht genutzt hat. Das war das Beste für uns, dass wir in die Halbzeit mit einem 0-0 reingegangen sind. Dann haben wir uns nochmal nachjustiert, haben ganz klar gesagt, auf was es ankommt. Das haben wir ja vor dem Spiel auch schon gemacht, aber wir konnten es in der ersten Halbzeit nicht umsetzen. Zweite Halbzeit war es so, dass wir dann präsenter waren, dass wir aktiver waren, dass wir die Duelle gefordert haben und auch zum Teil dann immer mehr für uns entschieden haben, gerade auch die zweiten Bälle im Zentrum immer wieder geholt haben. Und dadurch kamen die Bälle nicht zurück wie ein Bumerang, sondern wir haben es geschafft, eben die Bälle dann auch wieder in die KSC-Abwehr, in die KSC-Defensive reinzuspielen und damit dann eben auch immer wieder Druck erzeugt und ja, glücklicherweise einen Fehler genutzt. Und der KSC hat eben seine Chancen nicht genutzt und deswegen gehen wir heute mit einem dreckigen Sieg hier nach Hause, sind sehr, sehr glücklich drüber, haben die Punkte natürlich auch bitter nötig gehabt, hatten trotzdem ein wunderbares 2019 mit dem Aufstieg, ja, mit ganz, ganz wenig Urlaub. Deswegen freuen wir uns auf sehr, sehr entspannte Tage und dafür ist dieser Dreier heute für uns natürlich Gold wert gewesen und extrem wichtig, dass man auch ein bisschen mal ausschnaufen kann. Nach 2 Wochen Urlaub ist das schon in dem ganzen Jahr jetzt wichtig, dass man auch mal ein paar Tage durchschnauft. Ja, deswegen freue ich mich für meine Mannschaft. Bin stolz, dass wir auch die Qualität von Stefan Aigner und Manuel Schäffler ersetzen konnten und eben diesen einen Lucky Punch gesetzt haben und diese 3 Punkte, die wichtigen 3 Punkte hier mitgenommen haben. Dankeschön. Ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und ein scheiß Ergebnis. Wenn man das mal so deutlich sagen darf, da sind wir auch enttäuscht drüber. Ein Fehler, den wir gemacht haben im ganzen Spiel, wird genutzt und die Möglichkeiten vorne, die wir auch hatten, haben wir nicht nutzen können. Und so gehen wir natürlich enttäuscht in die Winterpause. Hat ein bisschen angefangen mit dem Spiel in Bielefeld, wo wir in der letzten Sekunde das Tor bekommen, machen ein schlechtes Spiel gegen Fürth, verdiente Niederlage. Und heute haben wir wenn man mal in so einen Strudel reinkommt, muss man sich dagegen wehren. Ne? Ich denke, die Mannschaft hat heute viel investiert. Das war, wie der Rüdiger auch gesagt hat, schwierig auf dem Boden natürlich, aber wir haben das richtig gut reingefunden, waren im Infight drin, hatten die Möglichkeiten, aber musste halt auch ein Tor machen. Letztendlich muss ich mich trotzdem auch anschließen, glaube ich, wie in Wiesbaden. Wir hatten trotzdem auch ein gutes Jahr 2019 mit dem Aufstieg. Wir sind sehr gut in die Runde reingekommen, aber jetzt haben wir auch mal gemerkt, so ein bisschen, dass wir ein bisschen Lehrgeld teilweise zahlen müssen. Durch kleine naive Fehler kommst du natürlich oft auf die Verliererstraße. Die dürfen wir nicht mehr machen. Ja. Wir müssen es auch mal durchschnaufen. Wir müssen nochmal Kraft schöpfen, weil ich glaube, das ist immer so, die Runde der zweiten Liga wird sehr, sehr eng und sehr, sehr lang. Und da braucht man einen langen Atem, da braucht man Geduld. Und da kommen mal solche Dinge, die man schnell wegstecken muss, um dann auch wieder zu punkten. Ich wünsche allen trotzdem ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund und kommen wieder im Jahr 2020. Dankeschön.